ist der DWZ Newsroom heute am Freitag und bei mir ist aus der Redaktion Birte Hansen-Höche. Hallo. Hi Jan-Philipp. Es gibt Anschuldigungen gegen eine Erzieherin aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Was für Anschuldigungen sind das? Das sind Anschuldigungen, wie dort mit den Kindern umgegangen worden sein soll, muss man sagen, ne? So vorsichtig. Die sollen teilweise angeschrien worden sein, wenn sie die Hosen voll hatten. Die sollen zum Essen gezwungen worden sein. Kennt man von zu Hause manchmal, ne? Du musst das jetzt probieren, du musst jetzt aufessen. Der Spinat, der nicht der schmeckt. Spinat, der nicht schmeckt. Das wird halt in der Pädagogik und bei Erziehern teilweise etwas anders gesehen, ob das grenzwertig ist oder eine Grenze überschreitet. Und da sind diverse. Also gibt lange Listen mit diversen Anschuldigungen gegen eine Person. Gegen eine Person, die in einem Kindergarten tätig ist. Mhm. Jetzt wurden diese Anschuldigungen erhoben, aber von wem denn? Mhm. Von teilweise ehemaligen Mitarbeitern und ehemaligen Praktikanten. Die haben sich an die DWZ gewandt und mit uns gesprochen. Und da haben wir versucht herauszufinden, was da dran ist, wer zuständig ist und was unternommen werden muss oder ob was unternommen werden muss. Mhm. Also die Folgen wären dann jetzt untersuchen, ob das so stimmt und wenn es denn stimmen würde, mal angenommen, was wären dann denn die rechtlichen Konsequenzen? Also wenn tatsächlich kann ich das nicht erfassen, das weiß ich nicht, was aus den Anschuldigungen, die jetzt erhoben worden sind, so sie denn wahr sind, welche rechtlichen Konsequenzen das hätte, das weiß ich nicht, weil es gibt keinen Ankläger in dem Sinne. Aber zuständig, das zu prüfen, ist zum Beispiel das Landesjugendamt und die haben sich diesen Kindergarten näher angesehen, dann nachdem das bekannt geworden ist, Und Birte Hansen-Höche hat sich den Fall näher angesehen, der ja uns sozusagen gesteckt wurde. Du hast eine Info bekommen. Ich habe eine Info bekommen, ja. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, natürlich euch bei uns immer melden. Und dann werden eben wir dem Ganzen nachgehen, so wie auch bei diesem Fall. Zu lesen dann morgen in der Samstags-DWZ. Die ganze Geschichte gibt es in der Zeitung und natürlich auch online auf dwz.de. Dankeschön. Gerne. Und schönes Wochenende. Bis dann.